Herzlich willkommen zurück bei dir, Esther, liebe Freunde. Wir befinden uns hier immer noch in der Höhle, präziser gesagt vor der chemischen Struktur von Dopamin. Mittlerweile habe ich herausgefunden, um welche chemische Struktur es sich hierbei handelt. Allerdings kann ich es leider noch nicht so richtig einordnen, wie wir das zu deuten haben. Vermutlich ist das aber auch der Sinn des Ganzen, dass man das sehen kann, wie man will. Und wir werden uns nun endlich mal daran machen, hier aus der Höhle wieder rauszukommen und wieder ans Tageslicht zu stoßen, beziehungsweise wieder an die Oberfläche zu stoßen und diese Höhle zu verlassen. Hier ist alles vollgekleckert. Habe ich das letzte Mal auch schon gesehen? Ich glaube nicht. Ja, vermutlich ist es ja die letzte Aufgabe gewesen, die sich der Erzähler gestellt hat, hier uns diese Zeichnungen zu machen, überall hinzuschmieren. Auch wenn wir nicht so richtig wissen, was es überhaupt für einen Sinn hat, das Ganze, also was für einen Gedanken er dabei verfolgt. Aber es scheint irgendwie ihn getrieben zu haben, das hier anzubringen überall. Und ja, ich finde immer diese Zeichen hier merkwürdig. Es sieht ja, also es, mittlerweile haben ja schon welche von euch in die Kommentare geschrieben, dass es sich tatsächlich um Schaltkreiszeichen teilweise handelt, bei diesen anderen, etwas abstrakteren Malereien unten, und auch das sieht irgendwie so aus wie so ein Schaltkreissymbol. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung davon, weil ich mit diesem ganzen Elektronikzeug ja nicht viel anfangen kann. Deswegen, ja, wenn ihr das sagt, wird es schon so sein. Ich kann es auch noch nicht so richtig deuten. Und dieser Gang aus Quarzgestein, der sieht riesig aus, gerade finde ich. So, kommen wir denn hier lang? Das würde mich jetzt sehr reizen. Nein, wir kommen ja nicht lang. Ich glaube, da kann man dann später irgendwie mal wieder runterrutschen. Das heißt, uns bleibt nichts anderes übrig, als hier weiterzugehen. Auch wenn ich glaube, dass es dort wieder nach oben geht, an die Oberfläche. Aber mal schauen. Vielleicht erzählt unser Erzähler ja auch mal wieder was. People moved at the summit, but I could not tell if you were one of them. Ja, mit der Operation wird ja wahrscheinlicherweise diese Nierenstein-Operation gemeint sein, von der er schon mal berichtet hatte. Allerdings passt es irgendwie gar nicht so richtig rein, gerade in diesem Moment, habe ich das Gefühl zumindest. Denn eigentlich waren wir ja jetzt schon ein ganzes Stück weiter, dass er, unser Erzähler, schon auf das Ende quasi von sich selbst zugegangen ist. Und wieder die Struktur von Dopamin hier. Die kommt schon ziemlich häufig vor. Also ich hatte ja für mich jetzt so die persönliche Deutung dabei erreicht, dass ich mir gesagt habe, wenn diese Zeichnung so oft vorkommt, dann könnte man das als einen Dopaminüberschuss deuten. Und der führt, soweit ich das zumindest bei meinem besten Freund Wikipedia gelesen habe, zu Psychosen ganz oft. Also dass die, das wollte ich jetzt gar nicht, dass organische Psychosen durch Dopamin verursacht werden oder durch ein Durcheinanderbringen des Dopaminhaushaltes, weil das wiederum dann den Neurotransmitterhaushalt durcheinander bringt. So, und ich werde hier mal speichern fix. Und dann können wir vielleicht doch mal hier die Tiefen dieses Sees ergründen. Aber ich schaue mich nochmal eben kurz um. Hier liegen Münzen herum, sehe ich gerade. Das sind gar keine Steine, das sind Münzen. Hm. Most interesting. Haben wir hier sonst noch irgendwas außer Münzen? Ich glaube nicht, oder? Das sind dann tatsächlich wieder Steine. Gut, dann werde ich mich jetzt mal in diesen Bergsee hinabstürzen und wir schauen mal, was es da unten so gibt. Nicht viel, wie es aussieht. Es scheint einfach nur ein See zu sein. Ich werde trotzdem mal hier die Wände abklappern. Vielleicht haben wir ja doch irgendwo etwas, was wir entdecken könnten. Da vielleicht? Das sieht doch auch nicht so ganz natürlich aus, oder? Das sieht aus wie eine... Ach, das sind Gegenstände hier. Nein, das sind auch Steine, einzelne Steine. Und hier liegen noch mehr Münzen herum. Also dieser See ist voll von Münzen, was auch immer das zu bedeuten hat. Ich kann es mir nicht so richtig deuten. So, jetzt braucht man nicht laden, jetzt können wir gleich so hier wieder hochschwimmen, das geht ja alles. Und dann hüpfen wir wieder raus, halt, ich hab grad noch, ach, das hatten wir schon, die Zeichnung, okay. Und begeben uns mal
weiter hier in der Höhle und natürlich musste der Erzähler genau dann anfangen zu reden, als ich gerade sagen wollte, dass er vielleicht mal wieder etwas erzählt. Es wird immer wirrer eigentlich, die Zeichnungen von ihm hier. Das wird ja langsam echt... Ist ja echt nicht mehr ganz normal. Was haben wir da? Also Damaskus kann ich schon mal lesen, aber den Rest nicht so ganz. Damaskus is taken. Das weiß ich bloß nicht so richtig, was das heißen könnte. Ja, muss ich mir mal in Ruhe überlegen. Vielleicht habt ihr ja Ideen. Schreibt es mir wieder in die Kommentare. Hat bisher gut geklappt. Ich freue mich da sehr drüber, wenn ihr mitmacht. Denn das hilft extrem dabei, dann die ganzen Geheimnisse hier so zu ergründen oder Theorien aufzustellen. Das macht wirklich viel Spaß und deswegen nehme ich auch wirklich täglich die Folgen auf und stelle sie rein und warte dann auf eure Kommentare, weil es so, habe ich das Gefühl, dass man viel mehr so entdeckt, wenn man das so zusammen macht. Und hier ist wieder ein riesiger Schaltplan. Was haben wir denn da so alles hier? Also ich habe das Gefühl, es vermischt sich langsam. Also hier haben wir wieder so einen Mischmasch aus... Das ist eine spiegelverkehrte Dopaminstruktur, wenn ich das richtig sehe. Dann geht das in den Schaltkreis über, wo wieder die Struktur eingebaut ist an der Stelle. Das hier, dieses Zeichen, sieht so aus wie die eingeritzten Symbole, die wir ganz am Anfang auf dem Strand gefunden haben. Auf dem allerersten meine ich jetzt. Also da war ja so ein... ich bin gerade etwas verwirrt hier durch diese Kopfübersicht. Da gab es ja so ein Zeichen auf dem Boden eingeritzt, das sah so ähnlich aus, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, das sind einfach nur die Zeichen, die wir schon kennen, die sich immer wieder wiederholen. Was haben wir hier? 22,0. Und irgendwas schon wieder in Spiegelschrift, da steht schon wieder Damaskus. Achso, Damaskus ist taken schon wieder. Es ist jetzt alles in Spiegelschrift hier, es ist alles gespiegelt. Was heißt das? Das kann ich gerade nicht. Das wird auch wieder gespiegelt sein. Oder vielleicht sogar kopfüber, wer weiß. Nein, kopfüber nicht. Was auch immer das heißen könnte, ich weiß es gerade nicht. Oh, es hackt bei mir ganz gewaltig gerade. Na, das ist doch ganz wundervoll. Das ist schon ziemlich obskur hier. Wenn ich das mal so festhalten darf. Und ich hoffe, dass... Ja, da geht das Gehacke auch schon wieder weg. Sehr schön. Das ist seltsam. Es wirkt schon ziemlich wie so eine Manie eigentlich, dass er hier wie ein Bescheuerter drauf losmalt und auch immer wieder dieselben Sätze wiederholt. Das ist schon, klingt schon wie so eine psychische Störung oder wirkt schon wie so eine psychische Störung auf mich irgendwie, finde ich zumindest. Und diese Zeichen habt ihr bestimmt gemeint mit den Schaltkreissymbolen, diesen Widerständen oder was auch immer. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung mehr davon. Ich hatte es zwar irgendwann mal in der Schule gehabt, kann mich da aber gar nicht mehr dran erinnern. Die Zeichnungen werden seltsamerweise hier wieder klarer oder deutlicher. Das müsste ich auch mal schauen, wobei ich kann mir jetzt nicht so richtig deuten, was das darstellen soll hier. Es macht halt irgendwie... Mir würde jetzt kein Heterozyklus einfallen, wo eine CN-Struktur direkt in den Ring eingebaut ist. Ich wüsste gar nicht, dass das geht. Ja, muss ich mal schauen. Da habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Das hatten wir ja schon mal am Stonehenge, glaube ich, gehabt, diese Struktur. Wo ich mir nicht ganz sicher war, ob ich das als chemische Struktur deuten soll. Aber hier sieht es schon stark danach aus für mich, finde ich. Ansonsten wieder diese... seltsame Zeichnungen, die wieder mit Bäumen dekoriert sind und mal wieder das Ganze in Nicht-Spiegelschrift, oder? Ja, Damaskus is taken, steht mal wieder ordentlich da und dieser Schaltplan. Das verwirrt mich ehrlich gesagt nur. Ich kann mir überhaupt keinen Reim drauf machen, außer halt, dass der Maler, was wahrscheinlicherweise der Erzähler sein wird, so langsam den Verstand verliert oder den Bezug zur Realität. Hier ist auch, das ist ja ein Teil der Ethanolstruktur, wenn ich das richtig sehe, hier oben. Und der Rest fehlt aber einfach. Also das ist auch so, das wird schon gar nicht mehr fertig gemalt. Es wird einfach nur noch alles vermischt miteinander. Also scheint er langsam vollkommen den Verstand zu verlieren hier. Was ich jetzt wahrscheinlich schon 5-mal gesagt habe, weil ich immer wieder zu dem
Huch, selben Schluss kommen? Was ist denn hier los? Ach, hier sind keine Steine mehr, deswegen rutschen wir runter. Okay. Ansonsten haben wir hier nichts Neues. Ich denke, dann bewegen wir uns mehr einfach fort hier. Oh, was Neues, was Neues, was Neues. Ich sehe es schon. Away from being... was ist das? Acidity oder so? Ich weiß gar nicht, gibt es das Wort? Keine Ahnung, müsste ich mal nachschauen. Away from being... Ja, wird schon Acidity oder sowas heißen. Oder Acti vielleicht. Das sind dann wahrscheinlich bloß Striche, die im Wahn entstanden sind. Aber auch bei Acti wüsste ich jetzt nicht, was es heißen soll. Vielleicht irgendwie... agierend oder so. And shall be... ja, was ist das? Run... Ruinous heißt das. Ruinous... Keep. Oder irgendwie so. Ach, and... Moment. And I... Ist das, das könnte ein I sein, vielleicht hier in das zweite. And I shall be a ruinous... Keep. Macht irgendwie keinen richtigen Sinn. Naja, gut. So, und ich warte noch mal ganz kurz hier, bis sich das wieder ein bisschen gefangen hat. Hier, das hackt ja schon wieder ganz gewaltig. Hier wachsen lustige Sachen von der Decke, sehe ich gerade. Irgendwelche Dornen. Also allzu viel Bewuchs haben wir ja, glaube ich, noch gar nicht gesehen in der Höhle, oder? Außer, also abgesehen von diesen Moosen hier überall. So, und hier haben wir jetzt schon wieder dieses seltsame grüne Glimmen überall. Ich finde auch diesen Speckstein-Effekt oder dieses speckigen Effekt wieder ganz hübsch. Und es geht immer weiter nach oben und ich höre Wasser. Kommen wir jetzt vielleicht zum Ausgang langsam? Könnte das sein? Ein neuer See, ein unterirdischer. Ja, wenn ich nicht wüsste, dass wir irgendwann wieder rauskommen müssen, würde ich nicht unbedingt davon ausgehen, dass das klappt. Ich bleib nochmal kurz hier an der Oberfläche, aber wir müssen gleich schwimmen, wie es aussieht, und hier gibt's auch nichts mehr an der Oberfläche. Gut. Eigentlich ist dieses Projekt, ich will es nicht mehr Spiel nennen, weil es ja keins so richtig ist, ein einziges Rätsel. Also man kann ja alles... NC, Numerus Clausus, juhu! Man kann ja überall reininterpretieren, was man will, und letztendlich wird nirgendwo aufgeschlüsselt, was nun das Richtige sein wird. Also es gibt wahrscheinlich kein richtig oder falsch dabei, weil das halt der eigenen Interpretation überlassen ist. Aber mich würde schon mal interessieren, was sich die Entwickler dabei gedacht haben teilweise. Also was so ihre Intentionen waren, zum Beispiel gerade diese chemischen Strukturen oder diese Schaltkreise mit einzubauen. Also wie man darauf kommt, weil es jetzt... Kunst und Naturwissenschaften ja jetzt eigentlich nicht so nah beieinander liegen. Meistens sind das ja zwei Gebiete, die sich dann doch eher ausgrenzen voneinander. Und hier vorne scheint, hier gibt es einen Wasserfall. Ich würde jetzt mal, so jetzt geht's wieder mit dem, nein, geht doch nicht mit den Frames. Naja, ich gehe jetzt trotzdem mal weiter. Mich würde jetzt mal interessieren, ob wir irgendwo rauskommen, wo wir schon waren, oder, nein, das sieht aus, als ob es was, wo geht's denn dahin? Was Neues wäre. Ich speichere mal, falls ich hier abstürze oder so. Denn ich will mal versuchen, hier am Rand lang zu gehen. Was nicht klappt, das ist super, aber ich glaube, das ist so geplant, oder? Oha.